Das ist der Adidas Supernova Primer, das aktuelle Spitzenmodell aus der Supernova-Kollektion. Er bringt fürs Laufen einen guten Mix aus Dämpfung und vor allem Komfort mit, somit ein spannender Laufschuh für alle Distanzen im Training. Adidas hat schon vor einer Weile die komplette Supernova-Kollektion neu aufgestellt. Die Laufschuhe haben große Updates bekommen und sind Laufschuhe für das tägliche Training. Bringen somit einen ausgewogenen Mix aus Dämpfung und Stabilität mit. Herzstück der Schuhe ist ganz klar die Streamstrike Plus Mittelsohle, die wir natürlich auch hier verbaut haben. Das ist ein Material, was PEPA-basierend ist, also kommt sozusagen aus dem Performance-Bereich, ist entsprechend sehr weich, bringt viel Dämpfung mit, aber auch sehr leicht in seiner Bauweise. Aus der Supernova-Familie habe ich euch bereits den Rise vorgestellt, was ein sehr guter Allrounder ist für das tägliche Training. Der Prime, den ich jetzt hier in der Hand habe, ist nochmal eine Stufe höher einzuordnen, bringt dementsprechend noch mehr Dämpfung, noch mehr Komfort mit. Und den Schuh schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Der Upper ist recht simpel, aber durchdacht aufgebaut. Grundlage bietet hier ein Sandwich-Mesh-Material, was wir hier über die Länge gezogen haben. Das Material ist sehr beweglich, geht der Bewegung dementsprechend gut mit. Ich finde die Atmungsaktivität auch auf einem guten Level. Dennoch haben wir hier an einigen Stellen viel Materialeinsatz, was dann mal an sehr heißen Sommertagen vielleicht etwas zu viel sein könnte. Polsterungen sind vor allem hier im Fersenbereich recht üppig verarbeitet. Die passen sich dann auch sehr gut an die Fußform an und man merkt schon, wenn man mit dem Schuh länger unterwegs ist, bekommt man hier ein gutes Komfortlevel an dem Fuß. Gerade auch hier in Verbindung mit der recht langgezogenen Fersenkappe sitzt man sehr kompakt in dem Laufschuh drin. Angenehm ist auch hier die Zunge gelöst. Die hat so ein schönes Polsterungspad hier bekommen, dass man halt auch hier, dass beim Schnüren halt kein Druck entsteht auf dem Spann. Allgemein bringt der Laufschuh eine sehr gute Passform mit. Man fühlt sich sehr wohl im Schuh. Man muss auch nicht viel rumschnüren. Einfach einmal anziehen, anpassen und dann hat es bei mir wunderbar funktioniert. Ich finde auch, dass der Laufschuh sehr gut flexibel ist in der Laufschuhbreite. Man kennt das ja meistens von Adidas Laufschuhen, dass sie etwas schmaler sind. Finde ich hier nicht. Ich finde ihn medium breit geschnitten, bekomme den Schuh aber sehr angenehm an meine schmalen und flachen Füße geschnürt. In der Mittelsohle steckt natürlich komplett das Streamstrike Plus Foam. Das ist wie gesagt PEPA-basierend. Das kommt aus dem Performance-Bereich, ist da sehr dynamisch in seinem Aufbau, bringt eine weiche Dämpfung mit, aber ist sehr leicht. Die Eigenschaften sehen wir auch hier in der Materialmischung wieder. Wir bekommen viel Dämpfung unter dem Fuß. Der Laufschuh hat in der Ferse eine Höhe von 38 mm. Wiederum im Vorfuß sind es 30 mm, was eine Sprengung von 8 mm ausmacht. Und man bekommt allgemein auch hier einen relativ breiten Aufbau im Vorfuß und in der Ferse, dass man halt auch sehr sicher in dem Schuh drin steht. Auch beim Supernova Primer kombiniert Adidas die Streamstrike Plus Mittelsohle mit dem Support Rods System. Das kennen wir auch aus dem Performance-Bereich. Da haben wir die Energy Rods, die sind so aus Carbon oder Fiberglas. Hier haben wir eine festere EVA-Mischung. Fester vor allem im Vergleich zur Streamstrike Plus Mittelsohle. Die Rods sehen wir hier außen als komplette Außensohle, gehen aber hier in einzelnen Streben nach vorn, sind so mit dem Fußknochen nachempfunden und bringen da den Lauf natürlich nochmal eine gute Stabilität bei, aber helfen natürlich auch im Abrollverhalten. Das ist hier kombiniert nochmal mit dem Gummipad, was wir hier vorne im Vorfuß haben, bis hin zur Ferse, hört aber hier relativ früh auf. Das ist aus Adiwear, das ist Adidas eigene Gummimischung, was allgemein einen guten Grip mitbringt und ich finde auch hier habe ich Continental nicht wirklich vermisst beim Laufen. Allgemein finde ich auch die Abnutzung auf einem richtig guten Level. Man sieht hier, dass wir wirklich überall Material haben über der Mittelsohle, dass die halt geschützt ist. Und auch hier im Fersenbereich werden sich vor allem natürlich Fersenläufer freuen, dass sie das hier schon abgerundet haben, dass sie hier beim Aufkommen zum einen Grip bekommen und das Material sich halt hier nicht so schnell abarbeitet. Die beschriebenen Eigenschaften habe ich natürlich auch bei meinen Testläufen gespürt. Grundlegend bekomme ich erstmal hier einen sehr gelungenen Upper an dem Fuß, der sehr viel Komfort mitbringt. Und das halt auch, wenn ich länger unterwegs bin. Mit dem Schuh ist es überhaupt kein Problem, bis hin zur Marathondistanz zu laufen. Dafür bietet er zum einen eine gute Stabilität durch den Aufbau, durch die verwendeten Materialien, aber auch einen hohen Tragekomfort, weil sich das Mesh super an dem Fuß anpasst, man einfach sehr sicher in dem Schuh drinsteht, dennoch versprüht der Schuh eine gewisse Leichtigkeit beim Laufen. Sehr überzeugt hat mich auch hier, ähnlich wie schon damals beim Supernova Rise, der Aufbau der Mittelsohle. Ich mag den Materialmix hier sehr. Wir haben zum einen das Streamstrike Plus Foam, was großzügig dämpft. Wir haben hier viel Material an der Ferse. Auch im Vorfußbereich haben wir noch eine gute Dämpfung, etwas mehr als noch beim Rise. Aber dennoch bringt der Laufschuh für seine Bauhöhe eine gute Dynamik mit. Das kommt auch hier durch die Materialauswahl bei den Energy Rods. Das ist halt, wie gesagt, ein festeres Material, aber was nicht zu steif ist. Das heißt, es geht in der Bewegung angenehm mit. Ich kann ihn schön flexen und das auch seitlich. Und das macht halt wirklich ein sehr smoothes Laufgefühl. Das heißt, wenn ich
dem Laufschuh in meinem entspannten Pace-Bereich unterwegs bin und da Kilometer sammle, kann ich auch gerne mal die Geschwindigkeit erhöhen, gerne mal eine Steigerung einbauen auf den letzten Kilometern. Und da läuft sich der Schuh auch sehr smooth im Bereich des Mittelfußes, Vorfuß auch. Man kommt da sehr angenehm voran. Das heißt, der Laufschuh hat nicht diesen einen Spot, den man unbedingt treffen sollte, sondern Fersenläufer, Mittelfußläufer und Vorfußläufer werden sehr viel Spaß im Schuh haben, weil er da eben zum einen Stabilität mitbringt, eine gute Dämpfung und vor allem auch da in der Kombination eine sehr angenehme Dynamik. Ein weiterer Vorteil durch die Slim-Side Plus Mittelsohle ist noch, dass der Laufschuh natürlich dann auch die Muskeln etwas schont, weil wir hier diesen Pepa-Materialanteil drin haben, was nun einfach effektiver ist in seinen Eigenschaften. Damit hat man nicht so schwere Beine, wenn man so einen längeren Lauf mit dem Schuh absolviert. Kommen wir zu meinem Fazit. Ich bin mit dem Adidas Supernova Primer sehr gut zurechtgekommen. Der Laufschuh bringt sehr viel Laufspaß mit. Ich finde auch, dass er in seinen Eigenschaften in Form von Dämpfung, Stabilität und auch Dynamik alles mitbringt, was man sich so wünscht für so einen Daily Trainer. Er eignet sich auch für alle Distanzen und ja, mit dem Schuh kann man eigentlich aktuell nicht viel verkehrt machen. Ich freue mich auch, dass Adidas wieder so einen schönen funktionierenden Daily Trainer mit viel Dämpfung auf dem Markt hat. Das habe ich mir lange gewünscht. Nun habe ich den hier mit dem Supernova Primer, genau das passende Modell. Und ich finde auch, er muss sich jetzt nicht vor einem Asics Nimbus, New Balance 1080 oder auch einem Saucony Triumph verstecken. Dafür finde ich ihn in seinem Aufbau noch etwas eleganter, etwas schlanker und ist auf dem gleichen Level in Sachen Komfort und Dämpfung und kann, wie gesagt, den Schuh wirklich nur empfehlen. Hast du noch Fragen zum Laufschuh, dann schmeiß sie wie immer gerne in die Kommentare. Ich würde mich noch sehr freuen, wenn du dem Video ein Like da lässt und auch den Kanal abonnierst. Dann danke ich dir fürs Zuschauen und bis bald.